Hallihallo, ihr Lieben da draußen. Wir sind wieder bei der Lesereise zu unserem Buch Faszination Neurografik. Wir haben das ja mit 15 Co-Autorinnen zusammen geschrieben und im Januar dieses Jahr schon veröffentlicht. Und jetzt wird es höchste Zeit für eine Lesereise. Heute begrüße ich bei mir die Heidi Sieber. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor und beginnst dann. Ja, hallo alle zusammen. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf, liebe Petra. Und ja, ich bin Neurografiktrainerin und beschäftige mich mit Kunstprojekten und Bewusstsein seit 25 Jahren. Genau, das zu mir. Und ich lese euch jetzt aus meinem Beitrag für das Buch für Kunst am Zaun über die Neurografik, der erste Band, genau. Lese ich euch aus meinem Kapitel. Ich bin so frei, ich zeichne mein Leben neu, als Mitarbeiterin und im Alltag. Gut. Ich war die letzten Jahre viel bei anderen Menschen und deren Meinungen und konnte meine eigene Meinung nicht wahrnehmen und vor allen Dingen auch nicht, wofür ich brenne. Wie soll das Brennen sichtbar werden, wenn ich mich nicht fühle? Das ist dann wie ein Feuer ohne Holz. Das Holz bzw. Fühlen kam durch die Stille und die Dreiecke der Zielsterne. Bevor ich die Zeichnungen im Modul Ziel-Weg-Ergebnis begann, fühlte ich das Gefühl, was gerade da war, und ging dann tiefer und fühlte, was darunter lag. Und weiter darunter. Irgendwann war da nichts mehr. Nur noch Leere und Stille. Aus diesem Zustand begann ich, die Dreiecke zu zeichnen in die Stille. Die Dreiecke zu zeichnen. Und durch den Ausgangspunkt Stille reichten die Dreiecke in die Stille, ohne sie zu zerreißen. Vielmehr verstärkten sie die Stille und die Wahrnehmung, was aus der Stille heraus für mich dran ist. Das war sehr spannend und es führte mich weiter zu mir und dass ich mich immer mehr wahrnehmen kann. Erdung, Holz für Feuer, Fokus auf den zündenden Gedanken und die Stille laden jetzt den Entladungsladen, auch Afterwork-Entladungsladen, mit Leben auf. Wir duschen zumeist täglich. Dem entgegengesetzt zieht Woche für Woche an uns vorbei. Emotionen, Hamsterräder und Sackgassen stauen sich auf und auf und auf und verändern sich nicht. Legen Sie einen Stopp ein. Entladen Sie Ihre Woche mit Stiften auf Papier in meinem Entladungsladen in München in kleinen Gruppen oder in Einzelbegleitung. Dabei harmonisiert sich das Aufgestaute und sie richten sich spielerisch leicht neu aus. Sehr schön, so. Liebe Heidi. Du wolltest ja jetzt uns noch ein Dokument zeigen zu deiner Arbeit in dem Entladungsladen, ne? Oder wie du mit Firmen arbeitest. Genau, dann darf ich dich bitten, das mal zu zeigen? Ja, also ich gehe jetzt speziell auf meine Arbeit in Firmen ein und dafür gebe ich mal kurz den Bildschirm frei. So. Ja, also ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Zeit verloren geht in Meetings. Ja, bist du das auch manchmal so in der Firma, wo du bist, dass du das Gefühl hast, wow, hier wird zu viel zerredet, ne? Dass also nicht wirklich was bei den Meetings herauskommt. Und bei der Neurografik, wenn man da im Team zeichnet oder auch alleine, ergeben sich Lösungen während des Zeichenprozesses aus dem Unterbewussten. Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt für Meetings, dass die einfach dann viel mehr Fokus haben und Lösungen dabei entstehen. Während des Zeichnens.
Ja, dann habe ich hier links oben habe ich ein Beispiel für die Entladung. Entladen, harmonisieren und neu ausrichten der Woche. Das kann man zum Beispiel anwenden, eigentlich als erste Maßnahme, um mal überhaupt die Mitarbeiter abzuholen, um sie, ja, die ganzen Emotionen mal zu entladen, die so sich aufgestaut haben. Und das ist eine sehr, sehr schöne Technik, die kann man einzeln machen. Oder man kann sie auch machen, dass jeder auf einem großen Blatt sein Thema entlädt, gemeinsam. Und dass man dann insgesamt das harmonisiert, das Ganze auf dem großen Blatt. Na, also jeder einzeln und dann verbindet man die Linien miteinander. Ja, dann habe ich hier den Absichtscheck, das liegt da drunter, das Bild, für Ziele und Wünsche im Team. Das ist sehr schön, weil da auch eben die Lösungen mittendrin auftauchen während des Zeichnens. Beziehungsweise die Ziele und Wünsche. Und wenn man über ein Thema noch nicht so klar ist, ist das eigentlich ganz toll zum Anwenden. Dann die Neurokommunikation mit einem Menschen oder einem Thema, einer Sache. Die ist auch sehr spannend, dass man da Kontakt aufnimmt mit der Sache, dem Menschen oder dem Thema und dann sich vergrößert oder die Sache vergrößert und dann auch zu ganz neuen Ideen kommt und sich wirklich das Thema und du verändert sich. Dann kann man einen Wochenplan zeichnen, das ist das Bild darunter. Das ist zum Beispiel, dass man die Zeit dehnen kann. Es funktioniert sehr gut, also die Zeit erscheint einem dann viel länger, wenn man die Linie dehnt und Ereignisse aufladen mit bestimmten Themen. Dann oben rechts sind die Ressourcen, Ressourcen erkennen. Das ist auch sehr schön, dass man mal sich klar wird über die Ressourcen der Mitarbeiter, ne, dass jeder Einzelne das für sich zeichnet und dann im Team bespricht. Dann kann man zum Beispiel mit Geschäftsführern oder Abteilungsleitern auch Ziele, Wege und Ergebnisse definieren. Das ist das Bild darunter. Was sehr schön ist, ist in dem Bild ist es auch sichtbar, die Sonnen. Die Anwendung der Sonnen ist eine ganz tolle Sache, weil die Ergebnisse fühlbar werden und somit bahnen sich Wege zum Ziel spielerisch leicht. Das ist also richtig wow, finde ich, wie so ein Feuerwerk. Das ist also mein Lieblingsmodul auch, die Sonnen, die Neurografik-Sonnen. Ja, darunter sieht man das Neuromandala. Damit kann man Kompliziertes harmonisch machen und wichtige Sachen zusammenbringen. Und ganz zuletzt die Projektzeichnung mit Motivatoren, Weg und Ergebnis. Die zeigt eben auf, dass man diesen Weg auch gestalten kann mit verschiedenen Elementen. Und das Ergebnis auch als Sonne gestalten, sodass wirklich ein Wow-Ergebnis dabei herauskommt für das Projekt. Genau, also insgesamt ist eigentlich das Thema Freude und Begeisterung, dass das ins Unternehmen einziehen kann. Und ja, diese vielen, vielen verschiedenen Facetten kann man durch 62 Praktiken, die wir gelernt haben, auch umsetzen. Und für jede Sache gibt es wieder auch was anderes, was man gut anwenden kann. Genau, also das war es, was ich hier teilen wollte. Jetzt gehe ich mal wieder zurück zu Petra. So. Sehr, sehr spannend und interessant, was du da vorgetragen hast. Ich habe den Lautsprecher ausgemacht, weil hier doch Hintergrundgeräusche sind bei mir. Wie geht es denn bei dir weiter? Ich habe dich erleben dürfen in einem Webinar. Mhm. Und da ist die Zeichnung bei rausgekommen. Du willst uns ja alle zu Leuchttürmen machen, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl. Oder das bei uns rauskitzeln. Vielleicht magst du da noch kurz einen Einblick geben. Ja. Also das hat mich selber ganz geflasht, dieses Thema. Das kam vor ein paar Tagen, bevor das Webinar stattfand, kam das zu mir. Ich habe schon immer Leuchttürme geliebt und auch viele Fotos davon immer wieder aufgehängt, Kalender darüber und so weiter. Und habe so gemerkt, es ist so wichtig in dieser Zeit jetzt, dass wir
zu Leuchttürmen werden, ne? Dass wir das Herz und den Mut und das Vertrauen haben, dass wir Leuchttürme sind und Ruhepole sind und dass wir nicht unsere Angst wegschieben, sondern mit unserer Angst auch arbeiten, die anschauen und aber weitergehen und uns immer wieder ausrichten auf den Leuchtturm, den wir eigentlich sind, ne? Und das ist für mich ein ganz wichtiges Thema jetzt und ich merke, ich möchte auch in der Gruppe weitergehen damit, in der kleinen Gruppe, vielleicht auch zwei Gruppen am Abend, so höchstens 10 Leute und dass wir wirklich an diesen Themen wie Ängste, Sorgen, wie geht's weiter, alle diese Dinge, dass wir an denen arbeiten und das einmal die Woche ist so mein Plan jetzt. Ja, das ist so eine private Gruppe, ist auf Facebook. Ja, die Alice hat ja die Gruppe gegründet, Neurographic zu Corona-Zeiten und da sind mittlerweile über 20 Referenten, die sich da beteiligen und eben Webinare geben und dort in der Gruppe habe ich dein Webinar mitgezeichnet, weil mich das auch total angesprochen hat. Vielen Dank nochmal dafür und man kann ja, wenn man Interesse an unserem Buch hat, kann man das auch bei der Heidi als Autorenexemplar signiert bekommen. Schreibt sie einfach an via PN und oder man bekommt es auch bei unserem Verein. Also da könnt ihr dann auch mich anschreiben. Und da Amazon Lieferschwierigkeiten hat, bieten wir das Buch natürlich auch als E-Book an. Also wer nicht so lange drauf warten möchte, falls unsere Exemplare ruckzuck verkauft sind, dann nutzt die Möglichkeit des E-Books. Den Link setzen wir unter das Video. Und danke, Heidi, dass du einen Einblick gegeben hast in dein Kapitel. Ich finde das wunderbar. Ich wünsche dir für die Zukunft wirklich alles Gute, bleib gesund. Dankeschön, Petra. Mhm. Wir sehen uns auf alle Fälle wieder. Ja, du hast. Darf ich noch eins sagen? Ja, eins fällt klar. Mir gerade noch ein. Dieses Leuchtturmzeichnen, entdecke den Leuchtturm in dir, ist jetzt am kommenden Montag nochmal um 19 Uhr. Wenn ihr Lust habt, da reinzukommen, geht in die Gruppe Neurographic zu Corona-Zeiten. Mhm. Tretet dabei und dann könnt ihr ganz einfach an dem Live teilnehmen um 19 Uhr am Montag. Da würde ich mich sehr freuen. Wunderbar. Bleibt gesund und munter und vor allem kreativ. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.